Ja, die gewünschte Warnmenge ist hergestellt. Das heißt, wir können abreißen. Aber das ist jetzt mal ein Schlachtfest. Okay, ich hätte vielleicht doch noch keinen Frieden mit denen schließen sollen. So, du hast Warenmenge hergestellt, das heißt, du kannst wieder Stein metzen. Räuber hat diese Welt verlassen. Auch gut. Hat aber die Rothäute etwas dezimiert. So, du machst erstmal 4. So, jetzt brauchen wir Eisenschmelze. Und dich zum Eisenschmelzer gemacht. Gut, so wie es bis jetzt aussieht, wollen mich die Indianer noch nicht angreifen. So, ich brauche noch 2 Leute. Der Gegner hat wenigstens nur Level 1 Schützen. Zum Glück haben sie bis jetzt noch keinen Bock auf einen Angriff. So kann es abgerissen werden. Dann kommt da nämlich gleich eine Bogen. Hä? Was? Bogenschmiede? Oder habe ich mich gerade verlesen? Bogenschnitzerei, da. Was auch immer ich gerade platzieren wollte, war falsch. Er hat was Speermacher erfunden.
Oh, du hast schon den Pilzsammler erfunden, deswegen... bauen wir hier einen Tempel hin. So, die sind mit uns im Dauerkrieg. Ja, ich hätte echt nicht gedacht. So, Eisenschmelz ist fertig. Das heißt, es wird noch mehr Holz verlangt. Schäfer bringt Wolle. Gut. Stroller hat nichts zu tun. Ah. Wobei fürs Erste hilft beim Holzfällen. So, wir haben gerade keinen, der obdachlos ist. Gut. Du hast den Schäfer erfunden, das ist gut. Du müsstest eigentlich wissen, wo du Holz herkriegst. Oder du nimmst einfach Holz aus der Pampa. Auch gut. So, du wirst Druide. Ja, und den Weber. Also die Weberei. Webstube. Ne, hier oben müssen die ganzen Schmieden hin. Das heißt, die Webstube kommt halt da unten hin. So, unser Tempel ist auch endlich fertig. Das heißt, wir können jetzt Öl herstellen. Das heißt, die Leute können in Zukunft dann ihre Religion zu Hause auffüllen, wenn sie schlafen. Also dort rasten. So, die beiden sind erwachsen. Okay. Wir
Wie kann es sein, dass du kein Holz findest? Ich meine, der Holzfäller ist da drüben. Ja gut, du bist Träger und du wirst erstmal nichts, du wirst Kundschafter. Und baust mir bitte hier noch einen Wegweiser hin. Kann nämlich sein, dass der einfach Probleme hat, hier über die Querverbindung was zu finden. Das Gute ist, ich sehe kein Kriegszelt, in dem sie Soldaten ausbilden. Du bist Nummer 7 und du bist Nummer 2. Ah ja, zu Nummer 2 können wir mal löschen. Und auch hier löschen. Das soll ich den mal kapieren. So, Webstube ist fertiggestellt. Dort machst du mir mal einen neuen. Soll das wirklich dein Ernst sein? Wetten wir, der Träger findet dir dein Holz. Ja, du hast aber recht schnell den Ruin erfunden. Hast ja auch die Pilze direkt daneben. So, und wir haben auch brennende Kohlepfannen. Ja, du arbeitest. Bist aber recht unbeholfen dabei. Der hat Hunger und benötigt Nahrung. Ja, du solltest auch natürlich da unten wohnen. Ach komm, das kann doch echt nicht sein. Muss ich dir echt den Wegweiser vor die Tür klatschen? Tatsache, ich muss ihm den Wegweiser vor die Türe klatschen. Oh, das heißt, ich brauche dich wieder beim Bierbrauer.